Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Ich will einen Blue Baby Run machen. Ja, das würde ich gerne. Curse of the Blind. Oh Gott, und ein Spinnenraum. Uiuiui, okay, wir haben unser Space Item. Poop. Der spawnt ein Kackhaufen. Und anderes Specials an Blue Baby, dass ich da ausgewichen bin, sind, dass wir, komm, spreng ich selber, nein, komm, jetzt, nice, sind, dass wir keine roten Herzchen haben können. Wir können keine roten Herzchen haben, es geht nicht. Wir können nur blaue Herzchen haben. Ein HP Upgrade wird zu einem blauen Herzchen. Und ja, deswegen ist es relativ schwer, Devil Deals mitzunehmen, außer wir haben halt wirklich gute Herzchenanzahl oder Items im Devil Deal, die uns blaue Herzchen geben oder schwarze oder so. Oder 9 Leben zum Beispiel. Wäre eigentlich auch ganz nice mit Blue Baby. Aber an sich ist er ein recht chilliger Charakter. Finde ich. Aber ist halt schwer, ne? Also wegen den Herzen. Das ist das einzig Schwere an ihm. Könnten mal Poop einsetzen. Kann ja immer mal wieder Geld rausdroppen. Das ist cooler. Au! Okay. Das Space-Item, was wir jetzt haben, die Schere, die schneidet unseren Kopf ab. Von unserem Körper. Unser Körper läuft dann herum, verursacht, soweit ich das noch weiß, ich kann mich auch irren, Schaden jetzt, Schaden dann an Gegnern. Und wir können fliegen. Bin ich der Meinung. Wir können es gleich mal beim Bass ausprobieren. Und okay, bei Hound ist es jetzt gerade. Wir machen es einfach mal. Zack. Genau. Unser Körper hier läuft jetzt herum und verursacht Schaden. Der Körper verursacht viel Schaden. Er verursacht übel viel Schaden. Das ist übel krass. Guckt euch das mal an. Es ist ein super geiles Item. Ich habe es damals nie mitgenommen. Und ich frage mich immer, warum nicht. Es ist so gut. Es ist so fucking gut. Ohne Witz. Ich habe halt das Damage immer unterschätzt und dann habe ich es einmal bei Holly gesehen und dann hat er dadurch irgendwie irgendwas Krasses gemacht. Also irgendwie noch krass besiegt. Ich glaube Megasaturn? Nee, ich weiß es nicht mehr. Und das war halt, wow, das war strong. Das war strong. Oh Gott, oh Gott. Das war dumm. Und auch noch die Superform, die hat uns ein ganzes Herz in Damage zugefügt. Ach Gottchen. Ich muss diese Superform wegkriegen. Danke. Aber diese Gegner sind halt übel nervig. So übel nervig. Die haben so oder so schon übel viel Leben. Und dann noch so einer, ey. Dann noch zwei Superformen, meine ich. Wir machen mal das hier weg erstmal. Bringen jetzt den zum Explodieren. Und jetzt bringen wir die zum Explodieren. Sehr gut. Eine Treubombe, wow. $3-Bill, ich nehme ihn einfach mal mit. Damage ab. Und Dings ab, ja. Ich hab Proptosis gerade. $3-Bill macht verschiedene Träneneffekte. Das war richtig unfair. Ja. 4-Shot. Charm-Shot. Proptosis etc. Sensen zum Beispiel ist auch ganz geil. Das sind Sensen, Leute. Mit Proptosis sogar, Alter. Jetzt haben wir wieder normale Tränen. Oh ja, sehr gut, dass wir das Item bekommen. Und nur ein blaues Herzchen dabei. Och, komm schon. Oh, das Book of Sin ist halt eigentlich ganz praktisch. Aber nein. Nein. Itemraum hatten wir schon. Das heißt, wir gehen jetzt einfach weiter. Scheißen auf alles andere. Ich versuche den Boss Rush zu erreichen. Wäre zumindest eigentlich ganz geil. Wir hatten gerade Triple Sensenshot mit Proptosis, Alter. Wir haben jetzt schon wieder Proptosis. Normale Tränen. Zähne. Wir hatten gerade Zähne. Wir haben eine ganz gute Range, glaube ich. Ja, 30. Ist eine gute Range. Wir haben, okay. Oh Gott, ey. Also, ja, es ist, ja, ich bin nicht so der Fan von dem Item. Aber so muss ich es jetzt auf jeden Fall nie wieder mitnehmen. Das war dumm.
Triple Shot. Jetzt haben wir Triple Shot zum Beispiel. Nice. Oh Gott. Könntest du halt mitnehmen irgendwie, wenn wir, weiß ich nicht, Brimstone oder so haben. Dann ist es eigentlich ganz praktisch. Jetzt haben wir Homing Shot. Geil. Homing Shot ist cool. Und wir nehmen die Left Hand gerne mit, nachdem wir... Nee, wir nehmen sie jetzt mit. Dann sind das nämlich jetzt alles rote Truhen hier. Okay, wir setzen die Schere ein. Das war dumm. Oh Gott. Mach Schaden. Danke. Wieso habe ich die Schere nicht in dem anderen Raum da eingesetzt? Oh Gott. Das ist ein AP-Upgrade. Macht aber Speeddown. Aber ich nehme es mit. Ein Doppel-AP-Upgrade sogar. Es gibt uns zwei Herzchen. Was macht Equality nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe mir das... nicht gemerkt. Kann ich hier durch? Ja, ich kann da noch lang. Okay. Nein, geh weg. Was? Die rote Spur ist erst übel spät gekommen. What? Okay. Das ist gemein. Oh Gott, wir haben Proptosis mit einer mega niedrigen Range. Okay, wir haben 2020. Oh, das ist ein schönes Item. Das ist ein richtig schönes Item. 2020 ist cool. Aber ich glaube, 2020 funktioniert nicht mit Brimstone. Also 2020 ist halt, wir setzen zweimal, oder wir schießen zwei Tränen. Kettenreaktion. Komm schon. Danke. Aua. Zähne. Challenge up. Nein, will ich nicht. Wir machen noch einen Raum, damit ich eine Aufladung habe, um hier die Truhen zu öffnen. Und ja, hier den Raum machen wir nicht. Okay. Wir öffnen das. Trollbomben. Noch eine Trollbombe. Wir haben drei Trollbomben gehabt. Alter, als ob die Trollbombe so lange gebraucht hat, um zu explodieren. Komm schon, geh weg. Danke. Okay, diese Gegner sind auch mies. Okay. Wir haben unsere Schere wieder ab. Sehr gut. Dann setzen wir jetzt hier. Oh, schön blaue Herzchen. Oh, gut. Gut. Und Spinnen und Fliegen. Das ist okay. Und wir haben hier eine Batterie liegen. Das heißt, wir können das Space-Item wieder beim Boss einsetzen. Bei Gertie ist es halt übel gut. Weil, oh, es ist so ein schönes Item, Alter. Es macht so viel Damage. Es ist so schön. Wir haben ein Angel-Die bekommen. Von Squeezy Tears. Tears up. Das machen wir. Ja. Ja. Wow. Es war kein guter Angel-Deal eigentlich. Aber wir haben ganz gut Herzen jetzt. Oh Gott. So knapp. Ich will erst ihn hier besiegen. Danke. Oh. Denn der spawnt die ganze Zeit Spinnen und das ist ätzend. Boah, Sensen finden wäre jetzt auch ganz geil, Alter. 2020, nice. Ich mag 2020. Oh, 2020 ist so ein schönes Item. Zweimal Tränen, also sowas wie Triple Shot halt. Da schießen wir drei Tränen, bei 2020 schießen wir halt zwei. Oh, keine Bomben, schade. Und unsere Fire Rate wird bei 2020 aber nicht beeinflusst. Und hier würde ich gleich gerne mein Space-Item einsetzen. Definitiv. Setze ich hier gleich mein Space-Item ein. Trollbombe, blaues Herzchen und eine Münze. Hier ist der Shop, der Itemraum, das ist schon mal nicht schlecht. Okay. Den haben wir. Aua. Nice und nice. Schlüssel. Das ist ein nettes Item. Ich glaube, wenn wir Damage machen oder beziehungsweise Gegner killen, dann spawnen wir manchmal... Okay, wenn wir schießen einfach nur, spawnen wir manchmal Spinnies. Und das ist cool. Spinnen sind schön. Spinnen machen Schaden. Okay, haben wir. Hier ist ein Mini-Boss. Oh Gott. Oh Gott. Okay, haben ihn. Oh, toll, nichts. Ich habe gerade gehofft, dass er das AP-Upgrade droppt, beziehungsweise Schub der Wub. Nein, Schub der Wub hätte ich nicht mitgenommen. Nee, hätte ich nicht. Ich wäre bei meinem jetzigen Space-Item geblieben. Denn unser jetziges Space-Item ist super. Ich mag es. Es ist super toll. Kommt, öffnet euch.
Der hat sich geöffnet, nice. Der auch, okay. Den Shop zu finden wäre jetzt eigentlich auch gar nicht mal bad. Danke, Portal kaputt gemacht. Sehr gut. Okay, den haben wir auch. Okay. Ich renne auch noch rein. Ich habe die Träne gesehen und dachte mir so, nee, ich renne trotzdem weg. Ich renne. Shop. Kompass. Oh, ich will diesen Kompass haben. Kompass ist immer schön. Leider aus dem Dings kein Geld bekommen. Komm, 5 Münzen. 3. Oh, wir brauchen noch 2 Münzen, dann kann ich mir den Kompass kaufen. Das ist ja super. Eine Bombe. Wir könnten uns auch zur Not was raussprengen. Das ist okay. Ist okay. Ist super. Aua. Ich hab nicht... Ah, lol, da war eine Mini-Fliege. Eine Münze. Sogar mit Luck ab. Schön. Wir machen jetzt erstmal den Boss. Gucken wir mal, was das für ein Boss ist. Okay, bei ihm setzen wir unser Item definitiv ein. Was aber, wie es aussieht, nicht wirklich was bringt. Kannst du mal... Hä? Wieso macht unser Körper nichts? Kannst du mal... Oh! Komm, Körper, geh zu ihm. Mach Schaden, danke. Und wir haben Devil Deal, schöne Sache. Eine Karte, Wheel of Fortune. Wir haben 4 Shots, 9 Leben. Oh, schön. Alles geil. Alles geil. Wir haben genug Münzen, warum haben wir auf einmal so gut... Hä? Habe ich nicht nur eine Münze aufgehoben? Wieso haben wir mehr Münzen? Egal, wir holen uns den Kompass. Setzen wir Wheel of Fortune ein. Das ist das. Oh, das wäre eigentlich ganz nett. Aber egal, wir haben da oben noch einen Zacki-Zacki-Raum, in den wir nicht reingehen können. Denn... Obwohl, mit 9 Leben könnten wir eigentlich reingehen. Naja. Egal. Necropolis XXL. Okay. Das ist super. Wir haben ja einen Kompass. Oh, kacke. Aber daran habe ich gerade gar nicht gedacht. Oh, ich hasse. Okay, bei diesen Gegnern ist 4-Shot nicht gut. Eindeutig nicht. Okay, komm. Stirb. Danke. Versteinerungstränen allerdings sind sehr gut. Zack. Komm schon. Danke. Und auch den hier. Oh, gut. Was machen wir? Wir machen keinen Verlust. Und hatten Spinnen im Dings. Okay, wir haben den Kompass. Da unten sind die Bosse. Aber hier oben ist ein Itemraum. Hier ist ein blauer Stein. Ich hab dich gesehen. Mit einem blauen Herzchen. Sehr gut. Noch mehr blaue Herzchen. Okay, das ist super. Oh, das ist super. Triple Shot. Das ist auch super. Triple Shot ist immer schön. Au. Oh, ich hasse dieses Shot-Speed von denen. Okay. Ein Säckle. Münzen, Justice. Schwarzes Herz jetzt, sehr geil. Sehr, sehr geil. Kaputt machen. Geh weg. Nice. Maudado. Also, Parasit. Ich übernehme die ganzen Item-Namen, sag ich mal. Oh, das machen wir. Wir haben das Cursed Eye. Das lässt uns halt... Ja. Sollte vielleicht langsam mal die Left Hand ablegen. Bleiben die Kisten rot? Weiß es nicht. Ja, scheiße. Blaue Herzchen ist okay. Wir laden jetzt unseren Schuss auf. Und wenn, während wir aufladen, wenn wir während des Aufladens getroffen werden, werden wir, glaube ich, rausgeportet, ja. Oder ist es nicht während des Aufladens, sondern das während wir nicht aufladen. Das kann auch sein, ich habe keine Ahnung. Wir setzen das kurz ein. Nein, das ist während wir nicht aufladen. Während wir nicht auf- oder aufgeladen sind komplett, getroffen werden, dann werden wir rumgeportet. Man kann damit eigentlich ganz gut was machen, aber ich nicht. So, ich glaube mal, wir müssen unten? Ne, ich glaube, wir müssen rechts lang. Okay, macht keinen Unterschied. Oh Gott, ist das OP mit... Oh. Ich will Standard-Piercing-Shots, bitte. Standard-Piercing-Shots. Aua, scheiße. Mann,
Das fuckt mich hier ab, dass ich nicht fliegen kann. Ich will fliegen können. Okay. So, an sich mag ich das Curse eigentlich, aber ich dachte mir so mit, das sind die Fliegen, die von Hutch kommen, okay. Mit den Parasiten und mit $3 Bill ist das eigentlich eine ganz gute Kombi. Deswegen habe ich es einfach mal mitgenommen. Okay, hier geht es nicht zum Itemraum. Oh Gott! Aua! Okay. Oh Gott, oh Gott. Wir haben kein Damage. Bisschen Damage wäre schön. Wieso haben die gerade Damage bekommen? Also das Herz unten rechts. Wieso hat das gerade Damage bekommen? Wieso ist es gestorben, hä? Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nichts mehr. Okay, den haben wir. Den haben wir auch. Und das haben wir auch. Okay, alles klar. Sensen wäre nochmal schön. Oder Sensen jetzt allgemein zu finden, das wäre schön. Oh, wäre das cool. Sensen. Ich liebe Sensen. Das ist auch nett. Damit können wir den Geheimraum finden, ne? Da ist der Geheimraum. Mit Greed. Das heißt, Greed kann schon mal nicht im Shop sein. Er könnte noch... Es könnte im Shop noch Ultra Greed sein. Luck up. Nice. 2 Luck. Das ist schön. Aber... Ich hoffe einfach mal, dass da kein Ultra Greed drin ist. Sodass wir noch einen Shop haben. Wo ein cooles Item drin sein könnte. Aua. Schlüssel? Oh Gott. Dich habe ich gesehen. Strength. Strength ist auch gut. Strength ist schön. Ein extra Herzchen, womit wir uns noch einen Devil Deal vielleicht schnappen könnten. Ohne... Ups, das hebe ich auf. Ohne, 9 Leben zu verschwenden. Die Karte. Oh, ist das geil. Ja, dich nehme ich mit. Und dich nehme ich auch mit. Und dann spenden wir noch mal ein bisschen was. Wir können eigentlich so viel spenden, wie wir wollen. Wir sind bei 16 Minuten. Wir haben noch 3 Räume und 2 Bosse vor uns. Ja, ich versuche mal noch an den Boss-Rush anzukommen. Wir werden ihn aber vielleicht nicht machen. Je nachdem, was ich für Items bekomme. Obwohl, doch, mit unserem... Oh, doch, mit unserem Space-Item dürfte das eigentlich richtig gut sein. Wenn wir das einsetzen... Könnten wir eigentlich machen. Komm, zeig dich. Danke. Könnten wir eigentlich machen. Komm. Kaputt, genau. Aua. Oh, Ghost Baby. Hi. Magician bekommen. Oh, Magician ist auch super. Ich glaube, ich nehme Magician mit. Ace of Clubs, das verwandelt alles, was hier rumliegt, in Bomben. Ne, brauchen wir jetzt nicht. Okay. Ich nehme mal Magician mit. Obwohl Strength halt auch eigentlich... Ah, ich nehme Magician mit, komm. Nein, wir nehmen nicht Magician mit, wir nehmen Strength mit. Wir setzen Magician jetzt bei dem Boss hier ein. Wir setzen jetzt Magician ein. Oh Gott! Oh ja, Sensen! Sensen! Wir machen ganz gut Damage eigentlich. Den haben wir. Den haben wir jetzt auch, okay. Alles gut. Wir bekommen Evil Range und Shot Speed Up. Das ist nett. Evil Range und Shot Speed ist schön. Eigentlich, finde ich. Mom, hi. Na? Das war natürlich richtig bad. Aber wir können nochmal den Kampfraum machen. Okay. Was nochmal dumm war, oder? Nichts gebracht hat, weil wir einfach... Naja, es hat nichts gebracht. Und wir verlieren dadurch wertvolle Zeit. Scheiße, darauf habe ich gar nicht geachtet. Nein! Okay, wir haben's. Jetzt aber schnell beeilen, Alter. Nehme ich die Left Hand wieder mit? Nee. Nee, nee, lohnt sich nicht. Lohnt sich wahrscheinlich schon, aber ich will nicht. Ich will nicht. Ich habe schon wieder eine Nachricht gerade bekommen. Alter.
Warum schreibst du mir das, Mama? Meine Mama hat einen Mitteilungszwang. Kennt ihr das? Kennt ihr Leute, die Mitteilungszwang haben? Die einfach alles erzählen müssen. Ich meine, während im Let's Play die ganze Zeit zu labern, macht Sinn, ne? Ist schließlich ein Let's Play. Geht das nicht? Da ist nicht der super Geheimraum. Okay, ist er da oben? Ja, da ist er. Ja, während im Let's Play zu reden, macht ja Sinn, ne? Macht man ja. Üblicherweise. Aber jetzt hat sie mir gerade geschrieben, ich war los. Also, weil sie einkaufen muss. Und das sagt sie mir einfach ständig. Jedes Mal sagt sie mir irgendwie, dass sie los ist oder was auch immer. Irgendwas halt, wenn sie wegfährt, fährt sie los oder erzählt mir irgendwie irgendwas. Was halt eigentlich total irrelevant ist. Einfach nur, um irgendwas zu sagen, weißt du? Irgendwie, weiß ich nicht. Nicht nötig, finde ich. Naja, was soll's. Oh Gott. Warum meine Reaktionszeit ja gerade... Nein, nicht schon wieder. Oh Gott, alter Kacke. Kacke. Okay, Konzentration. Da schießt sie, da stampft sie mal nicht. Okay. Ich konzentriere mich gerade. Okay. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Okay, wir haben sie. Wir haben keinen Devil Deal bekommen. Was haben wir im Boss Rush? Das Item. Laser. Capricorn oder... Oh. Oh. Damage. Das ist geil. Und wir haben halt übelstes Damage durch unsere lieben. Fällt der Name gerade nicht ein. Körper. Unser lieber Körper. Ich will Strength einsetzen, genau. Ja, komm, Körper, macht Schaden, genau. Oh. Er macht Schaden. Können wir nochmal? Ja, wir haben zwei Körper, aber der eine ist jetzt gefangen. Gefangen. Im Nichts. Das war natürlich super eingesetzt, finde ich. Okay, merken. Unseren Körper dürfen wir nicht so dumm einsetzen. Ha! Nicht über dem Abgrund. Unser Körper hat ihn einfach gerade zerstört. Noch ein Körper, komm. Zwei Körper. Komm, Körper, greif an. Nice! Jetzt ihn hier. Ihn hier oben, den könnt ihr erledigen. Ich mach Little Horn. Was? Nein! Ach, Kacke. Ich hätte einfach nicht mehr schießen dürfen. Gar nicht mehr. Wir hatten gerade zwei Körper. Das wäre so easy gewesen. Oh Mann. Danach hätten wir drei gehabt. Also wir hatten eigentlich drei, aber... Ne? Habt ihr gesehen. Shit! Wir haben da oben noch so einen Raum. Nö, ich denke mal, wir gehen jetzt weiter. In die nächste Ebene. Oh, ja. Ja. Machen wir. Wir gehen weiter in die nächste Ebene. Nehmen wir erst auf Klaps mit. Vielleicht finden wir noch irgendwas Cooles. Was war nochmal im Supergeheimraum? Ach ja, stimmt. Der beiden Bettler. Beziehungsweise der Bettler und der Automat. Stimmt. Wo ist der Boss? Da. Okay. Okay. Nice. Hallo Schlüssel. Oh, diese Gegner sind auch so nervig. Okay, zack. Zack. Okay, ich muss mich konzentrieren, sonst krepiere ich hier noch. Ich bin dumm. Ich renne einfach exakt in diese Träne rein, Alter. Einfach exakt reingerannt in diese Träne. What the fuck? What is denn mit mir? Was ist das? Iron Wizard. Larger, nee, will ich nicht. X-Legs und Tears Up. Das ist nett.
Ich bin ja. Ach, ich hab ja. Are you a Wizard? Okay. Der Effekt hält 30 Sekunden oder so an. Hey, tot. Das war easy. Wir haben Orbital. Schön. Das Item will ich gern mitnehmen. Ich mach's auch, komm. Weil nehmen wir halt... Ach so, lol, das gibt uns sogar ein Leben. Echt, wusste ich gar nicht. Aber gut. Das Item gibt uns ein Herz hier, Leute. Merkt es euch. Da ist ein Minibus, ein Kampfraum. Ich gehe erstmal in den Arcade Room. Der kann nämlich ziemlich cool sein, möglicherweise. Okay, rein. Okay, wir können noch mal ein bisschen donaten. Haschen machen wir jetzt nicht. Das wäre mein Tod. Eindeutig. Das können wir nicht machen, nee. Können wir nicht machen. Definitiv nicht. Okay, ich kann noch 2 Münzen spenden gehen. Schön. Ich bräuchte mir ein bisschen mehr Speed, würde ich sagen. Wäre zumindest echt nett. Ich will eine Bombe. Danke. So, dann gehen wir den Miniboss machen. Steinchen mit dem Kreuzchen? Ich weiß es nicht. Wir können einfach alles kaputt machen. Lol, stimmt. Was? Da war ein Steinchen mit dem Kreuzchen. Okay. Bombe. Noch eine Bombe. Sehr schön. Oh Gott. Oh Gott. Das war heilige Scheiße. Ich glaube, man kann mit den Acid-Tränen sogar Dings aufmachen. Türen. Das ist ganz cool. The Lovers. Vielleicht finden wir gleich Duck Bum. Das wäre recht nett. Wäre recht schnieke, muss ich sagen. Die Pillen will ich jetzt nicht alle nutzen. Oh Gott, er zieht uns ja ein, stimmt. Das ist so eine super Form. Nein! Okay. Da hat uns gerade die Acid-Tränen haben uns gerade umgebracht. Ja, wir können damit Türen öffnen, cool. Dadurch, dass sie einen Stein kaputt gemacht haben und die Steine können hier aufplatzen und Herzen schießen. Tränen schießen. Das ist ein bisschen problematisch gewesen. Das war gerade echt nicht gut. Das brauche ich nicht. Ah, ich habe kein Trinket, also von daher nehme ich es mit. Ich weiß nur immer noch nicht, was es macht. Ich habe null Ahnung. Null Ahnung. Aber wir sprengen die beiden Sachen hier mal. Das nehme ich eher mit. Wenn wir Geld aufheben, kriegen wir Schlüssel gedroppt. Möglicherweise. Und ich setze... Ich wollte gerade erst Space-Item einsetzen, aber ich setze es hier nicht ein. Das ist unnötig. Das ist sehr, sehr unnötig. Schön. Das war easy. Der mag... Nee, nee. Den will ich nicht. Ist da oben vielleicht der Geheimraum? Ja, ist er. Mit einer Batterie, Bomben. Das ist nett. Hier könnte auch der Magic Mushroom irgendwie drin sein. Liberty Cap nehme ich noch lieber mit. Schlüssel brauchen wir jetzt gerade nicht unbedingt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Nett. Nett. Sehr nett. Dass der aufgetaucht ist, genau in dem Moment. Super Geheimraum? Nein, okay. Eine Pille. Explosive Diarrhea! Schlüssel opfern. Kiste aufmachen? Bombenschlüssel, wow. Okay, hallo, it lives. Ich habe eine Bombe gelegt, ich wollte eigentlich mein Space-Item einsetzen, lol. Ja, Kiki! Okay, komm. Oh, unser Buddy regelt, Alter. Dead Baby unlocked. Okay. Gehe ich doch Hasch machen? Nein, ich will nicht Hasch machen gehen. Vielleicht gehe ich doch Hasch machen. Wir haben hier Yulas Shadow. Was habe ich alles... Ich... Nein, warte. Spawn ich noch im... Devil Deal? Ich hoffe, ja. Was habe ich alles mit Yula schon gemacht? Satan. Gehen wir Hasch machen? Kommen wir als Blue Baby wieder? Nein, wir kommen noch nicht als Dings wieder. Als Judas. Okay. Wir machen's nicht. Wir machen's nicht. Nimm, 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 nimm.
Nee, Hush wäre jetzt dumm gewesen, weil... Wären wir als Judas wiedergekommen, hätten wir noch mehr Damage gehabt. Es wäre super gewesen. Ach komm, Ghost Baby, dein Ernst. Kein Item, ey. So ein Cricket's Head wäre halt übel geil noch. Hätte ich mehr Damage gehabt, hätte ich es gemacht. Dann hätten wir auch zwei Herzchen gehabt, obwohl wir hätten noch einen Shop und einen Item Room gehabt, ne? Oh, ich hätte Hush machen gehen sollen. Glaube ich. Ich glaube, wir hätten es packen können. Aber wir hatten auch keine... Oh, okay, ich hätte noch ein paar Räume machen können, um eine Aufladung zu holen. Ah, oh, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob es eine gute Entscheidung war oder eine schlechte. Ihr könnt ja den Run auch spielen, mit dem Seed. Da. Ich wollte mir das angewöhnen, morgens, was? Am Anfang des Parts immer einzublenden, ne? Habe ich immer noch nicht gemacht. Und die gleichen Items mitnehmen, die ich habe. Und dann mal sagen, was ihr so... Ob es mit den mit der Schere easy geworden wäre, bei Hush, oder nicht. Was ihr nach dem Boss Rush vielleicht bekommen hättet? Wieso haben wir gerade ein Herzchen bekommen? Habe ich das aufgehoben? Ich weiß es nicht mehr. Habe ich das aufgehoben? Ich glaube nicht, oder? Haarglas nehmen wir mit. Haarglas nehmen wir mit. Hier ist nicht der Geheimraum. Schade. Ist hier der Geheimraum? Wir müssen noch Essen. Da war eine Essen-Träne. Aber nein, hier ist er nicht. Okay. Hier vielleicht. Hier vielleicht. Nein. Nirgends ist der Geheimraum. Was? Ich mag den Geheimraum aber eigentlich. Ich will den gern finden. Wäre schon ganz cool. Ist hier der Geheimraum? Wo könnte denn sein? Ja, da irgendwo. Okay. Oh Gott. Was ich gar nicht mag, sind Portale. Portale sind echt nervig. Hier oben ist definitiv der super Geheimraum, schätze ich mal. Ich habe Damage bekommen. Okay. Aber wir haben den Raum noch gecleared. Wieso hatten wir gerade... Was? Wieso hatten wir gerade ein 50er Damage? What? Okay. Okay. Hoppa. Hier ist der super Geheimraum. Komm. Auch nicht, Alter. Ich brauche eine Aufladung. Ich will Satan nicht so machen. Okay, wir haben da eine Batterie liegen, wie es aussieht. Ja, okay. Ja, nimm mit. Ist hier vielleicht der Geheimraum? Der Geheimraum, komm schon. Würden wir eine erste Träne schießen? Nein. War fast richtig. Fast richtig platziert. Okay. Komm, stell dich zu Satan. Wow! Diese Brimstones, Alter. Nice. Super Bombe platziert. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie lange ich gerade gewartet habe. Wenn wir das wieder nicht packen, dann muss ich mein Space Item einsetzen. Also, nochmal aufladen gehen. Nee, komm, scheiß drauf. Scheiß drauf, scheiß drauf. Oh! Nein! Schon wieder gerade so einen schönen Damage gehabt, aber wir haben ihn nicht mehr. Oh Mann! Oder ich muss als Judas wiederkommen. Ich glaube, ich muss als Judas wiederkommen. Oh Gott! Schon wieder, warum haben wir gerade so einen übelsten Damage? Jetzt geht er wieder weg, ne? Ja gut, wir haben 20er Damage. 23er Damage, meine ich. Das ist nett. Jetzt nicht mehr. Toll. Ich habe mich gerade auf den Damage gefreut, du. Okay. Das war knapp.
Okay. Okay, Konzentration. Okay. Jetzt müssen wir aufpassen. Nein. Nein, so. Oh Gott, ey. Komm, den habe ich, okay. Das war knapp. Okay. Da hat mich gerade irgendwas geschützt. Was, weiß ich nicht. Aber okay, wir haben den besiegt, alles klar. Oh Gott. Das war knapp. Nein, er ist genau um mich rein. Und ich konnte nicht ausweichen. Okay, noch einmal dürfen wir sterben, dann sind wir Judas und dann haben wir 2 Herzen. Also dann dürfte ich es eigentlich packen. Alter, das ist nicht wahr, ey. Komm, ich will das jetzt eigentlich schaffen. Ich will jetzt noch nicht sterben. Komplett. Ich wollte Judas eigentlich als Absicherung für The Lamp haben. Okay. Bleib, wo du bist. Ich bin da nicht echt reingeflogen. Haben wir jetzt ein 22er Damage. Eigentlich dürfte das packen, ey. Eigentlich müssten wir das packen. Im Ease Mascara und Judas Shadow. Und wir haben jetzt 2 Herzen. Okay. Okay, den haben wir. Super. Unser Shotspeed ist halt auch nicht so geil eigentlich. Da war einer. Da ist einer gespawnt. Okay, wir gehen zu. In den Dark Room. Das ist schon. Wir nehmen schon so lange auf. Das ist unglaublich. Wir haben ein Guppy-Item. Ein weiteres. Aber ich bleib bei der Schere. Wir müssen noch ein Guppy-Item finden, dann haben wir die. Dann sind wir Guppy. Guppy werden wir jetzt echt schön, muss ich sagen. Das wäre echt schön. Devil Deal bekommen wir auch schön. Komm schon. Rote Kiste oder so. Ich glaube, ich hätte die Left Hand nicht ablegen sollen. Left Hand wäre eigentlich recht wichtig gewesen, denke ich mal. Oder recht cool. Dadurch, dass wir eine rote Kiste bekommen und dann Guppy-Items bekommen könnten und so weiter. Oh! Okay, da oben ist er. Okay, den habe ich. Habe ich auch. Da ist eine Spinne. Noch eine Spinne. Okay. Komm. Oh, lol. Eieiei, ey. Ja, okay. Dass ich da gerade nicht gestorben bin, wundert mich ein bisschen. Ich habe mich da eigentlich gerade schon tot gesehen. Kein super Geheimraum, okay. Dass wir hier jetzt Sensen bekommen haben, ist super. Okay. Okay, super. Das Item ist gar nicht mal so schlecht. Oh, blaues Herzchen bekommen. Wo ist mein... Ach, da. Ich hab das doch gar nicht aufgehoben. Ha. Oh, bin ich ein Held. Rainbow Baby. Cool. Magic Mushroom. Oh. Wir sind ja gar nicht mehr Blue Baby. Das heißt, wir haben wieder rote Herzchen. Oder eins. Wo bist du? Da bist du. Hoi, hoi, hoi. Ist hier der Geheimraum? Nein, ist ja nicht. Schade. Okay. Hey.
kam es unerwartet. Ich wäre fast in dich reingerannt. Alles klar. Doch, also jetzt sollten wir eigentlich diese Lamp packen. Wir haben noch unseren lieben, treuen Begleiter. Unseren Körper. Okay. Ja, wir haben ihn. Aber ich glaube, wir klären noch die restliche Ebene. Oh, ah, das könnten wir auch machen, ne? Nee, machen wir aber nicht. Machen wir jetzt nicht. Ich will die restliche Ebene klären und vielleicht Mega-Satan machen. Ah, vielleicht finden wir Dad's Key. Ich weiß gar nicht, ob ich das nachkomme. Wir gehen weiter, Leute. Das war's mit dieser Folge. Ich will noch streamen heute. Eigentlich. Also, ich will jetzt jeden Tag streamen. Ach, Mann. Curved Horn! Yeah, das ist ein geiles Trinket. Dead Boy. Achieved. Ist das ein Achievement gewesen oder was war das? Auf jeden Fall kein Charakter. Guck ich mal gucken. Dead Boy. Boah, keine Ahnung. Ich will jetzt nicht die ganzen Dings durchgehen. Gut, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, sehen wir uns hoffentlich bei dem nächsten Video wieder. Ich will wieder das Wenn ja sagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.